meine lieben Hedgies. Willkommen zurück zu London Detective Mysteria. Und ja, ich komme wieder dazu, das aufzunehmen. Ich bin selbst ein bisschen erstaunt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir waren, weil es ist gefühlt wirklich Ewigkeiten her. Es ist möglich, das Gift zu extrahieren. Es gibt eine Medizin im Osten, die das möglich macht. Und ich weiß noch, dass wir von einer Freundin, die vergiftet wird, oder einer Freundin von Marple. Yowa,使い方次第だ. すべてのものは使い方次第で簡単に凶器になってしまう. Es kommt darauf an, wie es zubereitet wird. Alles kann eine Waffe werden, je nachdem, wofür du es benutzen willst. Übrigens werden diese Folgen jetzt auch nur noch 20 Minuten lang einfach, weil es mir sonst tatsächlich zu viel wird. Ich habe gehofft, dass ich eine halbe Stunde hinkriege, aber es frisst echt zu viel. Also die Schale von einer Pfirsich. Saat, nicht wahr? Erfolg! Der Test ist komplett. Wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass nicht ein Tropfen Gift in der Medizin gefunden wurde. Watson tauchte aus dem hinteren Raum wieder auf und schüttelte erfreut die kleine Flasche, während Marple nicht weit hinter ihm stand. Ich konnte keinen Fehler in seiner Untersuchung finden. Er ist auf dem besten Weg, ein erstklassiger Arzt zu werden. Ach, das bin ich nicht. Ich bin auf meinem Weg, ein erstklassiger Detektiv zu werden. Danke, Watson. Marple, ich habe von Holmes gehört, aber Marple, Holmes hat mich darüber informiert, dass dies die Schale von einer Pfirsichsaat ist, also von einem Pfirsichkern. Wo hast du das gefunden, Savannah? In Angelicas Zimmer, als wir dort waren, um ihre Medizin zu holen. Ich habe mir gedacht, dass ich es mitnehmen sollte. Seitdem stört mich irgendwas daran. Der Kern enthält etwas, das giftig werden kann, nicht wahr? Kann es sein, dass sie die Schale zerbrochen hat und den Kern unter die Marmelade gemischt hat? Jetzt muss ich nachgucken gehen, was Rip heißt. Von einer Riepe. Riepe. Riepe auf Deutsch. Von einer Reifen. Achso. Aber keiner hat Pfirsichmarmelade erwähnt und es ist nicht möglich, das Gift aus einer Reifen, von einem Reifenpfirsich zu extrahieren. Es ist schon etwas her, seit der Kern aus der Schale genommen wurde. Der Duft ist schon längst verschwunden. Aber ein frischer riecht sehr gut, ähnlich wie eine Mandel. Natürlich, eine Mandel. Marple und ich hatten den gleichen Gedanken. Ihr Gesicht verfinsterte sich. Gehen wir eben zur Lösung wieder zurück. Ja, ich habe eine Lösung hier offen, damit ich den richtigen Weg finde. Das hatte ich euch aber schon mal erzählt. Wenn es das ist, was wir beide denken, dann müssen wir sofort zurückkehren, Savannah. Ne, Elisa? Scone war mada aru? Sind noch ein paar Scones übrig, Elisa? Aru wa yo. Ichigo no jamu to krotteto cream de ii? Ich habe noch Erdbeermarmelade und geschlagene Sahne. Wie klingt das für dich? Elisa, die ihre Hand zitterte, während sie einen Scone in zwei Hälften schnitt. Arigato. Ima wa skoshi kibun ga ii kara, chotto nara taberare so.
Das klingt wundervoll, danke dir. Ich fühle mich ein bisschen besser, also denke ich, dass ich essen kann. Während... Was ist jetzt kaputt? Entschuldigung. Während sie die geschlagene Sahne mit einem Löffel aufnahm, hörte sie mehreres Klopfen von der Tür. Ich hab's schon mitbekommen. Bevor Elisa überhaupt den Türknopf drehen konnte, schwang die Tür bereits auf. Konnichiwa, Anje, Elisa. Totem oishisou na kaori ga suru wa ne. Hallo noch einmal, Elisa. Die Luft riecht wundervoll. Miss Marple. Ich begleitete sie, als sie in den Raum trat. Oder hineinplatzte, glaube ich eher. Ara, futari tomo, irasshai. Oh, was ist denn los? Kyuni oshikakete shimatte. Gomen nasai. Es tut mir leid, dass wir einfach so reingeplatzt sind, aber wir haben einen guten Grund. Der Duft von warmem Tee, den Scones und Marmelade und geschlagener Sahne erfüllte den Raum. Oh, trinkt ihr gerade eine Tasse Tee? Die Sahne riecht hervorragend. Kann ich etwas haben? Entschuldigung, die ist nur für Angie. Elisa, watashi wa kamaanai wa yo. Watashi sukoshi shika taberarenai daro shi. Lass sie doch etwas haben, Elisa. Ich denke nicht, dass ich alles aufessen kann. Also muss ich Einspruch einlegen. Eine Dunkelheit manifestierte sich über Elisa. Diese Angst, wuchs rapide an, in den Sekunden zwischen Angelikas Widerspruch und Marple, die ihre Hand danach ausstreckte. Sie schrie auf und versuchte, die Sahne aus Marples Hand zu schlagen. Es fiel mit einem Klacken auf den Boden. Warum bist du so besessen davon, dass sie es isst? Weil... Sie konnte nicht antworten. Ihre Augen flimmerten, als wäre sie nicht in der Lage, sich auf einen von uns zu fokussieren. Angelika schien perplex zu sein, genauso wie sie besorgt war. Besonders da sie, oder sie wurde sich dessen bewusst, dass sie das einzige Mädchen war, das nicht verstand, was gerade um sie herum geschah. Seira, dosta no? Sonna kuwai kao shite. Sore ni Elisa mo. Sarah, was ist los? Dein Gesicht ist wie Stein und Elisa, du siehst schrecklich aus. Gomen nasai, watashi wa. Es tut mir leid, ich hab... Marple war diejenige, die sie aufhielt. Sono saki wa iwanaide. Anje o kizutsuketaku nai no. Ich würde es bevorzugen, wenn du nichts sagst. Ich möchte nicht, dass Angie verletzt wird. Arme Marple. Marple lehnte sich nah heran und flüsterte mit einer beruhigenden, oder mit einer sehr ruhigen Stimme in Elisas Ohr. Wie ungeschickt von mir. Es scheint, als hätte ich deine selbstgemachte Sahne verschüttet. Bingo, toschau nante. Seira nishitewa mezurashii wa ne. Demo, Elisa ga yurusu nara, watashi mo oome ni mite ageru wa. Das bist nicht du selbst, aber trotzdem, wenn Elisa dir vergibt, warum sollte ich es dann nicht? Anje. Elisa no tezukuri wa nandemo oishii mono. Watashi, Elisa ga tsukutte kureru mono nara, nandemo daisuki dashi. Alles, was du machst, schmeckt so wundervoll. Ich denke, es gibt nichts auf dieser Welt, was ich nicht essen würde. Im ersten Moment war Elisa nichts mehr als, keine Ahnung. Das muss ich wieder googeln. Ihr kennt das. Ihr kennt das, ihr kennt das. Ich kann doch nicht alle Worte. Das ist ehrfürchtig. Aber sie ließ schnell den Kopf hängen, dass der Ausdruck in ihrem
Gesicht über, ja, also, oder schien ihre Angst zu überdecken, während ihre Schultern anfingen zu zittern. Elisa, do shita no? Elisa, was ist los? Nan demo nai no. Chotto kanojo ochitsukasete kuru wa ne. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es wird dir gut gehen, nachdem ich sie nach draußen gebracht habe, an die frische Luft. Wir beide brachten Elisa zum Eingang des Wohnhauses und ließen Angelika in ihrem Zimmer alleine. Ich glaube nicht, dass du diese Sahne jemals den Studenten im Chor gegeben hättest. Doki wa Reifas ne. Raphis war deine Motivation, ja? Wir haben von ihm erfahren, dass ihr beide in einer Beziehung wart. Weil ich diejenige war, die ihn zuerst gesehen hast. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Freund von mir ihn mir wegnehmen würde. Ich habe ihn geliebt. Ich konnte nie verstehen, warum er Angie mir vorgezogen hat. Ich kann nicht ertragen, wie sehr ich es bereue, sie ihm vorgestellt zu haben. Oh Mann, sie tut mir irgendwie echt ein bisschen leid. Oh mein Gott. Ich habe Angie nie gesagt, dass ich ihn getroffen habe. Also vielleicht ist es meine Schuld, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass er sie ja so anziehend finden würde. Es fühlte sich wie das erste Mal an, als Elisa uns direkt in die Augen sah, die voller Tränen waren, die nun begannen zu fallen. Ich konnte ihn zurückholen, wenn Angie nicht anwesend wäre. Das war es, was ich mir selbst erzählt habe. Ich habe nicht so sehr darüber nachgedacht am Anfang. Ich habe mir nur vorgestellt, wie viel einfacher es wäre, ihn wieder zurückzubekommen, wenn sie nicht da wäre. Und das hat nicht so oder ging nicht so wie geplant. Das ist aber auch nicht nett von ihm. Sie ist alles, worüber er redet. Jeden einzelnen Tag war es mit Angie, Angie, Angie. Sie wuchsen einfach immer enger und enger zusammen. Aber das ist doch nicht... Ich weiß, dass es falsch war, aber ich... Aber ich konnte mich nicht stoppen. Ich konnte nicht. Elisa kollabierte und brach in Tränen aus. Angie ist ein süßes Mädchen. Sie ist unschuldig und freundlich, sogar zu mir. Hättest du über die Art und Weise eurer Beziehung mit ihm oder mit ihr über die Art von Beziehung zu ihm gesprochen, wären die Dinge vielleicht anders gelaufen. Du solltest wissen, dass mit dem Weg, den du gewählt hast, Angie hätte sterben können. Niemand auf der Welt kann zwei Leute davon abhalten, sich ineinander zu verlieben. Aber als ich beschloss, mit ihr zu reden, war es schon zu spät. Wie albern hätte ich ausgesehen, wenn die beiden sich schon verliebt hätten. Ich weiß, dass ich etwas etwas getan habe, was unverzeihlich ist. Aber bitte,
Aber bitte, bitte sag niemandem etwas von dem, was ich getan habe. Wenn Angie und Rafus davon wissen, dann würden sie mich hassen. Aber das, was du getan hast, war definitiv versuchter Mord. Begreifst du das? Ich hab's doch nicht so gemeint. Ich hab nicht so weit gedacht. Bitte, ich flehe euch an, das als Geheimnis zu behalten. Alles, was sie tun konnte, war weinen. Noch mehr weinen und flehen. Wenn meine Mutter das rausfindet, dann wird sie krank werden vor lauter... ja, Grief, vor lauter Verzweiflung. Und mein Vater wird mir den Rücken zerschlagen, dass ich nicht länger stehen kann. Ich werde eingesperrt und... oder gefangen genommen und eingesperrt. Du verdienst es. Das ist die Bezahlung für das, was du getan hast. Es ist so schwer, das zu verstehen. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht eingesperrt werden. Hab Mitleid, Vater, Mutter. Es waren weder Marple noch ich, die das Schweigen zerbrach. Sarah, Savannah, könnt ihr beide ihr bitte vergeben? Von all den Leuten auf der Welt, die als erstes von Vergebung sprachen, war es Angelika, die noch immer in ihrem Nachtzeug war. Angelika? Angie, anata, itzkara sokoni? Wie lange bist du schon hier? Du solltest nicht auf sein. Es tut mir leid, Sarah. Aber ich habe mir Sorgen gemacht um Elisa. Ich habe alles gehört. Angie. Angelika, die ihren... oder ja, versuchte ihren schwachen Körper wieder aufzurichten und kämpfte gegen diese Schwäche an mit jedem Schritt. Sie stolperte auf Eliza zu oder ja, oder sie stolperte auf Eliza zu, der fast die Stimme versagte, als sie sie sah. Elisa ist meine... sie ist eine meiner besten Freundinnen. Jeder hat eine andere Seite in sich. Eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und ich bin noch am Leben. Warum sollte nicht auch eine gesunde Person irgendwann mal krank werden? Das ist wahr, nicht wahr, Sarah? Marple sah auf den Boden, ja, und hatte sämtliche Worte verloren. In der kurzen Zeit, in der ich sie kannte, habe ich sie noch nie so unsicher gesehen bei dem, was sie jetzt tun sollte. Das Schweigen war fast zu hart für uns zu ertragen. Geh. Ich? Geh, verlass das Studentenheim noch am Ende des Tages und versprich mir, dass du irgendwo weit weg hingehen wirst, weit, weit weg von Angie und komm niemals wieder zurück. Wenn du dieses Versprechen brichst, wird Scotland Yard dich finden und ich werde Rafus alles erzählen, was du getan hast. Marple, sie wird dumm, wenn sie das nicht annehmen würde. Meine lieben Hedges, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.